So, ein erneutes Hallo und herzlich willkommen. In diesem nächsten Modul befassen wir uns nun mit den 7 Schritten der Trockenreinigung. Für die nächsten Minuten ist unser Ziel, Ihnen die 7 Schritte der trockenen Reinigung näher zu bringen und zu erläutern, weshalb es so wichtig ist, bei der Reinigung gut organisiert und strukturiert vorzugehen und dabei auch die Personalhygiene zu betrachten. Zunächst möchte ich Ihnen die 7 Schritte der Trockenreinigung auf einen Blick zeigen. Beachten Sie besonders die Reihenfolge, denn diese ist sehr wichtig in Bezug auf das Reinigungsergebnis. Schritt 1, Reinigungsvorbereitung. Schritt 2, Teilzerlegen der Anlage. Schritt 3, Vorreinigung. Schritt 4, Detailreinigung. Schritt 5, Eigenkontrolle. Schritt 6, unabhängige Kontrolle. Schritt 7, Desinfektion und Montage. Lassen Sie uns nun genauer auf jeden Schritt eingehen. Zunächst muss der Bereich vor der Reinigung vorbereitet werden. Das heißt, alle Materialien, eventuelle Rohstoffe, Fertigerzeugnisse und Rückstände aus der Produktionsschicht sollten entfernt werden. Sehr wichtig dabei ist, die Regeln der guten Herstellungspraxis in allen Reinigungsschritten zu befolgen. Als nächstes erfolgt dann die Bereitstellung der für die Reinigung verwendeten Hilfsmittel, wie zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung, Reinigungswerkzeuge, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Schritt 2, Teilzerlegen der Anlage. Sicherheit steht immer an erster Stelle. Daher ist es strengstens empfohlen, alle zu reinigenden Anlagen abzuschalten und zu verriegeln. Dabei verwenden unsere internationalen Kollegen gerne den Begriff LOTO für Logout, Checkout. Dann können wir mit dem Abbau von Teilen beginnen, zum Beispiel Auffangwannen, Motorabdeckungen, Rahmenteile und so weiter. Dies soll den Zugang zu der Anlage für eine gründliche Reinigung verbessern. Wir empfehlen dabei, die Anweisungen in den Reinigungsinstruktionen zu beachten. Dort steht in der Regel geschrieben, welche Teile wie zerlegt werden müssen. Während die Teile demontiert werden, kann die Anlage zeitgleich auch auf Schäden überprüft werden, die während der Produktion aufgetreten sein können. Im Falle eines Schadens sollte dieser dokumentiert und kommuniziert werden, sodass die Reparatur angestoßen werden kann. Schritt 3, Vorreinigung. Bei diesem Schritt der Vorreinigung ist es das Ziel, 90% der sichtbaren Rückstände zu entfernen. Dieser Reinigungsschritt sollte von oben nach unten erfolgen, um eine erneute Kontamination bereits gereinigter Oberflächen zu vermeiden. Alle Werkzeuge und Hilfsmittel müssen für die verschiedenen Zonen in der Anlage, wie produktberührend, nicht produktberührend, farbgekennzeichnet werden. Bevor dann der nächste Reinigungsschritt Detailreinigung eingeleitet wird, ist es wichtig, alle Abfälle einzusammeln und zu entsorgen. Für den Schritt der Detailreinigung sollte die geeignetste Reinigungsmethode gewählt werden, zum Beispiel Vakuum, Trockendampf oder Einweg-Alkoholtücher oder ähnliches. In einigen Fällen kann es vorteilhaft sein, Druckluft zu verwenden, aber seien Sie vorsichtig, wann und wo Sie Druckluft verwenden, um nicht Gefahr zu laufen, andere Oberflächen zu verschmutzen. Der Druck sollte ca. 2 Bar nicht überschreiten. In dieser Phase der Reinigung wird dann auch der Fußboden gereinigt und hierzu können unterschiedliche Methoden wie Vakuum oder andere Methoden wie Trockendampf oder Wischen verwendet werden. Dann wird es Zeit für die Abflussreinigung. Für die Abflussreinigung benötigen wir spezielle andersfarbig gekennzeichnete Werkzeuge sowie spezielle Schutzkleidung, die nur für die Abflussreinigung verwendet werden sollte. Abschließend ist es vor dem nächsten Schritt wichtig, alle Werkzeuge zu reinigen und zu desinfizieren. Ebenso sollte man jetzt in saubere GMP-Kleidung schlüpfen, um Verschmutzung und Kreuzkontamination der bereits gereinigten Flächen zu vermeiden. Im nächsten Schritt
ist es notwendig, eine Eigenkontrolle durchzuführen. Dazu sollten Inspektionswerkzeuge wie zum Beispiel Taschenlampen, Spiegel sowie eine Checkliste der zu prüfenden Punkte verwendet werden. Kontrollieren Sie neben der Anlage auch die Umgebung. Wenn bei der Eigenkontrolle festgestellt wird, dass die Reinigung an einigen Stellen nicht wirksam war, wird es notwendig sein, die Reinigungsschritte von Schritt 1 an zu wiederholen und vergessen Sie nicht, dieses zu dokumentieren. Schritt 6, unabhängige Kontrolle, auch gerne Pre-Op genannt. Während dieser Inspektion muss sich die für die Inspektion verantwortliche Person an die Regeln der guten Herstellpraxis halten, um die Ausrüstung zu schützen und etwaige Verunreinigungen zu vermeiden. Ebenso muss diese Person entsprechend geschult sein. Und es müssen geeignete Kontrollgeräte wie eine Taschenlampe und ein Inspektionsspiegel verwendet und eine Checkliste der zu prüfenden Punkte mitgeführt werden. In dieser Phase der Inspektion können auch umfassendere Verifikationsinstrumente wie zum Beispiel ATP zur Kontrolle des Vorhandenseins von Allergenen eingesetzt werden. Schließlich, wie im vorherigen Schritt auch, wenn wir erkennen, dass die Reinigung an einigen Stellen nicht gründlich genug war, wird es notwendig sein, nachzureinigen und dieses zu dokumentieren. Dies ist der letzte Schritt des Trockenreinigungsprozesses, Desinfektion und Montage. Entsprechend der Anlage müssen geeignete Desinfektionsmethoden gewählt werden, zum Beispiel Desinfektionstücher oder Alkoholspray. Nach der Desinfektion der Anlage werden der Fußboden und die Wände desinfiziert. Und schließlich wird dann die Anlage wieder zusammengebaut und wenn es dabei zu einer erneuten Kontamination kommt, müssen die Oberflächen entsprechend erneut desinfiziert werden. Lassen Sie uns nun die Schritte der Trockenreinigung noch einmal zusammenfassen. Um eine gründliche Reinigung zu erzielen, ist es wichtig, die Reihenfolge der Schritte strikt einzuhalten. Es ist wie beim Treppensteigen, wenn man die Treppe hinaufläuft und Stufen überspringt, besteht ein höheres Risiko des Stolperns oder Fallens. Während des Reinigungsprozesses ist es wichtig, immer die Regeln der guten Herstellpraxis zu befolgen und die Arbeitskleidung entsprechend des Reinigungs- und Desinfektionsschrittes anzupassen, um Kreuzkontaminationen zu verhindern. Vielen Dank fürs Anschauen und für weitere Informationen stehen wir auch hier Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Es geht nun weiter mit der Nassreinigung.